Der Weltenbaum, vielleicht hier oben. Vielleicht gibt es hier sogar noch Truhen. Um ehrlich zu sein, eine weiß ich noch nicht, weil ich habe mal ein bisschen gespickt, bevor ich Dingens eins weiß ich, das ist hier irgendwo außen. Aber das ist die einzige Truhe, die ich auch nur weiß. Weil ich nur den Anfang gespielt habe. Da zum Beispiel, genau. Deswegen, wer Secrets weiß, immer schön in den Kommentaren reinschreiben. Wegwurz. Wegwurz. Interessanter Name. Da kann ich nicht hin. Ich hoffe, ihr seid nicht mir ganz böse, dass ich jetzt einen weiblichen Charakter genommen habe, weil ich finde das ziemlich ungerecht gegenüber. Ich hätte auch in Dragon Quest 4, die Chronik der Korinnen, natürlich auch einen weiblichen nehmen können. Aber da habe ich mich ja trotzdem auch für einen Mann entschieden. Und da wir jetzt in Teil 5 einen Mann hatten, in Teil 6 einen Mann hatten und in Teil 8 einen Mann, oh, da ist noch eine Truhe, dachte ich mir jetzt, da hinten ist auch noch einer. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir mal einen weiblichen Helden spielen. Oh, viele Weihwasser. Geil. Und es passt ja eigentlich. Lila Haare, blaue Augen, also so wie in echt bei mir. Bin blond, blauäugig, habt ihr ja gesehen. Im Facecam. Chat Roulette. Will ich nochmal drauf hinweisen, wer das mal angucken will, wie ich aussehe. Zwar nur schwarz-weiß, glaube ich. Ja, ich habe ein schwarz-weiß gemacht. Aber trotzdem. Habe ich in TCG sieht man mich auch. Also. Gut. Ich glaube, wir müssen jetzt hier komplett hoch. Hier müssen wir hin. Upper Smasher hatte ich geschickt, um den mächtigen Eldrazil Benefits darzustellen. Dazu bieten. Dann darfst du passieren. Alles klar. Habe ich mir fast gedacht, dass er oben ist. Lass mich hoch. Kann man hier rein? Tatsache. Ist hier vielleicht irgendwas? Wurzeln des Yggdrasil-Baums. Yggdrasil, auch ein sehr berühmter Engel in den Rollenspielen. Da haben wir ja auch schon in Tales of Symphonia, habe ich auch Let's Played, ein bisschen Werbung machen, gab es auch den Engel Yggdrasil. Der ist relativ sehr berühmt, ne? Dieser Name, Yggdrasil. So, jetzt sind wir am Yggdrasil-Baum. Ja. Schau, Doronia. Ist Yggdrasil, dem wir den gesammelten Benefits darbieten, nicht wahrlich wunderschön? Das Sammeln und Darbieten der Benefizkristalle ist die heiligste aller Pflichten, die uns Hüter obliegen. Ich vertraue darauf, dass du deine Pflichten vorbildlich erfüllst, Doronia. Hüterin von Engelsfälle. Okay. Was ist los, Meister? Ich habe nachgedacht, Doronia. Hüterin von Engelsfälle. Dich Hüterin von Engelsfälle zu nennen, ist allzu umständlich und formell. Bist du einverstanden, dass du dich nur... dass ich dich nur noch offiziellen Anlässen so nenne? Ja. Gut. Es freut mich, dass du meinen Vorschlägen so bereitwillig zustimmst. Wie du sicher bereits weißt, bietet das Gesetz es den himmlischen, sich höher gestellten zu widersetzen. Was? Verbietet es das... Okay, ja. Und jetzt gehe zu Apus Major und berichte von
Berichte ihm von der erfolgreichen Erfüllung deines Auftrages. Okay, auf zu Großväterchen! Yay! Ah, ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, was noch alles kommt. Wir werden ja irgendwann auch auf der sterblichen Seite kämpfen, mit Freunden. Soviel ich weiß. Ob wir dann immer noch Mütter sind, oder ist das jetzt nur der Anfang? So, runter. Hier lang, ne? Genau, oder? Ne, wir sind schon hier. Ach, cool. Gut gemacht, Aronia. Und? Hat dich der mächtige Yggdrasil beeindruckt? Er leuchtet hell auf. Dann scheint die Zeit bald gekommen. Sicher weißt du auch schon, Mann, dass wir himmlischen Yggdrasil beschützen müssen, bis er Früchte trägt. Und aus diesem Grund beschützten wir auch die Sterblichen, um an Benefiz zu gelangen. Und jetzt, Aronia, Hüter von Engelsfähle, weißt du sicher auch, was du als nächstes zu tun hast. Du wirst ins Protektorat. Okay. Du wirst ins Protektorat. Es funktioniert nicht. Mann. Okay, noch einmal. Du wirst ins Protektorat zurückkehren und weiter Benefits sammeln. Aber diesmal wird Aquila dich nicht begleiten. Mache dich bereit und sprich dann mit der Himmlischen, die das große Portal auf der unteren Ebene unter uns bewacht. Möge das Licht der Sterne mit dir sein. Star Wars-mäßig, aber ist okay. Aronia, Hüterin von Engelsfälle. Ja, mittlerweile weiß ich jetzt, dass ich die Hüterin von Engelsfälle bin. Dankeschön. Auch eine Anspielung auf Star Wars. Interessant. Gut. Machen wir unsere Aufgabe. Ah, der Hund, ja. Willst du wohl ins Protektorat reisen? Ja. Ist das Protektorat vielleicht die Menschenwelt? Also, Dronia, jetzt ist die Zeit gekommen, da du dich alleine hinunter ins Protektorat begeben musst. Viel Glück auf deinen Weg, Hüterin Dronia. Möge die Hilfe, welche du den Sterblichen von der Engelswelt zuteil werden lässt, mit deiner Flut von Benefizen belohnt werden. Okay. Ich enttäusche euch nicht, hoffe ich mal. Schon seltsam. Was denn? Meinst du das Namensding auf der Hüterstatue, Oscar? Natürlich meine ich das Namensding, Hugo. Vorher stand da Aquae oder so, aber jetzt lautet die Inschrift Doronia. Ja, da hat schon immer Doronia gestanden, soweit ich zurückdenken kann. Und wann hast du das letzte Mal gelesen? Du kannst dich überhaupt daran erinnern. Also, schon komisch. Nein, kann ich nicht. Na, so, genau wie die anderen. Der Name ist ganz neu und alle glauben, er wäre schon immer der gewesen. Aha, dann muss es die Hüterin des Dorfes gewesen sein. Sei nicht so töricht. Es gibt keine Hüter. Das sind doch nur Armenmärchen. Nur Tekla glaubt an diesen Unsinn. Die ist eher so eine grobe Brünette.
Ah, jetzt kann ich hier rumschweben. Kann man mit denen reden? Teller fasst sich immer nur davon, dass wir alles der Hüterin zu verdanken haben. So ein Quatsch. Wenn es diese Hüterin wirklich gibt, könnte sie uns doch mal bekannt machen, oder? Tekal da. Oskar ist wirklich leicht zu durchschauen. Er ist total verknallt in dieses Mädchen. Das Komische daran ist, dass sie das bisher gar nicht mitgekriegt hat. Da gibt's für den armen Oskar noch viel zu tun. Ah, heimliche Liebe. Ja. So, können wir hier rein? Warte mal. Er spukt hier. Mondknolle, okay. Das ist der Kramladen. Was bisher geschah? Ah ja. Dorone ist nach Engelsfelde in Protektorat zurückgekehrt, um noch mehr Benefits ernten zu können, indem sie den Sterblichen in ihre Obhut hilft. Und das ist die Weltkarte. Interessant. Also es gibt jetzt keine Karte, sondern ich muss hier auf meine Karte gucken. Schon seltsam. Ich könnte schwören, jemanden gesehen zu haben. Und dann gab es noch diese Gerüchte über einen Geist, der sich nachts hier herumtreiben soll. Aber an diesen Quatsch glaube ich natürlich nicht. Ah ja, ich kann noch nichts einkaufen. Da möchte ich die Leute natürlich nicht sehen, haben vielleicht Hunde. Ja, weil irgend... Oh, danke. Danke dir. Wie auch immer du heißt. Andenkenring. Dankeschön, Wauwau. Oh, warte mal. Falsche Taste. Ausrüsten. Oh, jetzt sehen wir es alles mal. So. Yeah. Select. Ich habe doch gerade einen Ring gefunden. Andenkenring, kostbares Kleinod, das eine alte Frau verloren hat. Ach nö, nicht so gerade wie Damenring aus Teil 8. Okay, kann man mit dir nochmal sagen? Okay, er knuppt mich jetzt an auf einmal. Erst ist er fröhlich und dann macht er sowas. Okay, da kann ich auch runter. Schatztruhe. Oh, ich kann diese sogar öffnen. Einfaches Gewand. Ich glaube, die kann ich nur in der sterblichen Form aufmachen. Ah, oh, falsche Taste. Moment, hier oben ist X, genau. Ich muss mich wieder an den DS-Einstellungen. Oh, cool. Man sieht es jetzt. Das ist ja so geil! Endlich! Wie geil ist das denn? Da ist ja die gleiche... Ja. Ich nehme das. Sieht man das jetzt auch hier? Wow, tatsächlich. Wie geil ist das denn? Also, ich bin sehr begeistert. Aber sowas von begeistert. So, da ist die Kirche, da ist das N und hier gibt es also nur einen Kramladen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo sich die Tekla befindet. Ich vermute mal einfach mal in dem größten Haus, was sie ist. Kann ich einfach mal irgendwas klauen? Was wir ja gerne machen. Hm.
Nee, du bist nicht Dekla. Ob Opa den Oscar nicht so gern hat. Er schimpft immer mit ihm. Aber zu mir ist Oscar immer lieb. Ich hab ihn wirklich gern. Okay, du bist nicht Tekla. Tekla sieht ganz anders aus. Wir müssen Tekla suchen. Das ist, glaube ich, meine Aufgabe. Also suchen wir jetzt am besten... jetzt jedes Haus ab. Irgendwo muss sie ja sein. Wir können jetzt auch mit den Dorfbewohnern reden. Ich glaube, das ist nur eine Scheune. Ganz viel Kuhfladen. Ach, das ist ja cool. Pferdemist. Anstatt Kuhfladen haben sie jetzt Pferdemist. Okay, das ist nicht so schlimm. Oh nein! Ich bin schon wieder eingeschlafen. Nanu? Wieso ist das auf einmal so sauber? Ich hatte doch gerade erst mit dem Ausmisten angefangen, als ich eingenickt bin. Ah, ich weiß. Das war die Hüterin, während ich geschlafen habe. Danke, Doronia. Ich werde ab jetzt noch härter arbeiten. Versprochen. Und schon bald habe ich ein neues Pferd. Ah, die erste Aufgabe erfüllt. Benefizkristall. Ah, alles klar. Wonderful. Aber ich glaube, den Pferdemist können wir eh gebrauchen für den Alchemiekessel. Wann der kommt, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so weit gespielt. Das ist jetzt alles für mich blind. Ach ja, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ist wie gehabt ein Blind Let's Play. Ich glaube, ich kann noch nicht raus. Ich versuche es gleich einfach mal. Suchen wir jetzt einfach mal nach mehreren Aufgaben. Ja. Okay. Habe ich mir fast gedacht. Ich kann noch nicht raus. Da oben scheint wohl was zu sein. Ah, hier ist die Statue. Die Statue trägt eine Inschrift. Unsere Hüterin Doronia. Sie sieht Doronia aber gar nicht ähnlich. Ja. Schade aber auch. Ich denke mal, das ist das Haus, wo sie lebt, ne?